Was Mission erfolgen können Sie in der nächsten Mission? Jawohl, ich will die nächste Mission beginnen. Ich will die Verteidigung der Stadt Magna Bonum war erfolgreich. Die Orks griffen uns überraschend, aber nicht unvorbereitet an. Ich werde diese Aliens nie wieder unterschätzen. Es ist nun sicher, dass ihr Hauptangriff der Stadt gegolten hat. Sie haben mit einer solchen Schnelligkeit angegriffen, die ich selbst bei kampferprobten Truppen nicht gesehen habe. Ich habe Berichte von Ork-Clans gelesen, die sich auf schnelle Angriffe spezialisiert haben. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass sie so koordiniert angreifen können. Es ist fast so, als ob jemand oder etwas sie steuern würde. Die Regimenter der imperialen Armee, die die Stadt beschützt haben, wurden dezimiert und können in den nächsten 24 Stunden nicht verstärkt werden. Die Orks werden schon bald wieder angreifen. Unsere Scouts berichten, dass sich Orks, die den Angriff auf Magna Bonum überlebt haben, 50 Kilometer entfernt von der Stadt sammeln. Zivilisten berichten von einem mächtigen Ork. Größer und intelligenter als der Rest, der sie anführt. Sollte die Hauptstadt fallen, ist der Planet verloren. Ich werde das nicht zulassen. Jui, Ork, was klatschen. So. Start. Das war, glaube ich, die eine Mission, wo die Squiggoth rausholen. Das Riesenvieh. Das war, glaube ich, eine gute Mission. Da habe ich, glaube ich, eine Artillerie gekriegt. Alles bereit, Boss. Wir zerquetschen die Menschen. Dieser Kampf wird der beste in ihr verdammten Leben. Sorg einfach dafür, dass es der letzte Kampf ihres Lebens sein wird. Du gibst mir keine Befehle, Mensch. Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten, oder etwa nicht? Du wolltest einen neuen Planeten, um Krieg zu führen, und wir haben ihn dir gegeben. Du wolltest gegen die besten Krieger des Imperiums, die Space Marines, antreten. Und nun sind sie hier. Wir haben dich sogar mit Waffen und imperialen Panzern versorgt. Und das Einzige, was wir als Gegenleistung von euch verlangen, ist, dass ihr die Imperialen von unseren Operationen hier ablenkt. Du hast dein Wort gehalten, aber denke nicht, dass du Orks Befehle geben kannst. Verzeih mir, wir haben die letzten Waffen geliefert. Sie sind in den Händen eurer Diener. Wir gehen nun. Ich bitte dich respektvoll, dass du die Space Marines so lange wie möglich beschäftigst. Wir werden sie mehr als nur beschäftigen. Wir machen sie weg. Der Gedanke, mich mit diesen Kreaturen einzulassen, widert mich an. Die Orks sind ein Werkzeug, nicht mehr. Und ein mächtiges, möchte ich hinzufügen.
Oh, vielleicht, aber es gefällt mir nicht, dass wir solche unberechenbaren Aliens mit unseren Waffen ausrüsten. General Bale, Orks sind nicht unberechenbar. Ganz im Gegenteil, ihr könnt davon ausgehen, dass sie sich gegen euch stellen werden. Aber solange wir sie mit Gegnern für ihre Kampfeslust versorgen, werden sie uns nicht verraten. Sie würden es sich zweimal überlegen, uns zu verraten, wenn wir ihnen unsere Macht zeigen und sie damit einschüchtern würden. Ihr könnt niemanden einschüchtern, der keine Angst kennt. Beschäftigt euch nicht länger mit den Orks. Wir werden bekommen, weshalb wir hier sind, und verschwunden sein, bevor sie mit den Imperialen fertig sind und sich gegen uns wenden können. Warum reden wir mit den Menschen, statt mit ihnen zu kämpfen? Kasper sind schwach. Wir Orks sind stärker. Wenn sie stark wie Orks wären, müssten wir nicht für sie kämpfen. Wir nehmen ihre Waffen und ihre Hilfe, wenn wir den Menschen schwach gemacht haben. Kommen wir zurück und machen sie auch weg. Ja, ist gut. Satellitenfotos zeigen einen Ork-Aufmarsch in dem Gebiet. Wir müssen eine Basis bauen und sichern, bevor wir den Warboss und seinen Clan angreifen. Kombinieren Sie das heilige Feuer der Whirlwinds mit den Sprungmodulen Ihrer Sturmtruppen. Sichern Sie dieses Gebiet. Whirlwind Artilleriepanzer hier. Gebiet angreifen. Bereite Whirlwind Raketenbatterie vor. So. Stehe unter schwerem Beschuss! Ja, genau. Erstmal. Du würdest mich jetzt verarschen, oder? Ernst, oder? Whirlwind Artilleriepanzer hier. Whirlwind Artilleriepanzer hier. Whirlwind hier. Ah. Whirlwind hier. Wir haben dem Ziel. Unsere Scouts berichten, dass sich der Warboss in der Nähe dieses Ortes befinden muss. Scheinbar hat ein zweiter Ork-Clan sich zwischen uns gestellt. Sie verteidigen sich verbissen auf dieser Hochebene. Sie müssen eliminiert werden, um einen Weg zum Warboss freizumachen. Vorne die Zeit ist auch so barackert, dass da... Ah ja. Das will ich noch, wir könnten diese drüber holen. Krieger stehen zur Verfügung. Wie kann ich euch helfen? In angemessener Eile. Der Glaube ist unser Schild. So... Gebiet gesichert. Fürchtet unseren Zaun. Ja. So. In angemessener Eile. Mal hier. Da muss man gleich mal ein MG drauf bauen. Wenn es geht. Das Gewischnort ist. Ich erwarte Ihre Anweisungen.
Ja. Ziel eingenommen. Zwischenstopp. Könnten hier drüber. Oh, nicht so schön. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Wir können nun Sturmtrupps rekrutieren. Sie können in der Kapelle angefordert werden. Wir werden beschossen. Ja, genau. Und Schuld gibt es nicht. Es gibt nur unterschiedliche Fassungen. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Genau, das Wort, das wir sprüchen müssten, ist die Vögel hier drüber. Dem Imperator. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Ich werde nicht versagen. Den Söhntrupp brauche ich. Kleines Upgrade und das und das. Space Marines einsatzbereit. Guck mal da, 100 Anführer. Der Feind greift an! Bauprotokoll eingeleitet. Schön. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich bin hier, das um euch zu dienen. Das. Der Maschinenkult kann nun angefordert werden. Bauen Sie dieses Gebäude, um Fahrzeuge anzufordern. Nee, ich will erstmal den Strom versuchen. Der Feind greift an! Allwegs brauchbar hinbekommen. Wie kann ich euch helfen? Weil. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Erwarte Befehle. Wie kann ich euch helfen? Kann ich das Ding schon machen? Wunderbar, dann machen wir das gleich mal. Jawohl, eure Herrlichkeit. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Ich erwarte hier aufsitzen in Ruhe. Ich bin hier, um euch zu dienen. Der Glaube ist unser Schild. Ja. Fürchtet unseren Zaun. Wie kann ich euch helfen? Es. In es. Eile. Was sind wir hier noch? Was ne? Wissen ist Macht. Zwei Helden. Behütet es gut. Durch die Vernichtung unserer Feinde erlangen wir die Erlösung. Stürmen dahin. Erwarte Befehle. So.
So, wer an meiner Seite kämpft, soll mein Bruder sein. Wie kann ich euch helfen? 150. In angemessener Eile. Hütet euch vor dem Alien, dem Mutanten. Dürfte auf der Seite alles klar sein. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Der Glaube ist unser Schild. Ja, ja. Wie so, 50. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Gehen wir schon mal in Nevada. Verstanden. Das könnte man eventuell gebrauchen. Verstanden. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. So. Ach verdammt, fehlt wieder das Zeug. Erwarte Befehle. Da tue ich mal ganz langsam vorwärts. Mission erfüllt, schwärmen aus. Befehle erhalten, wir werden beschossen. Angriffsformation einnehmen! Verstanden! Der Himmel gehört uns! Wie lautet der Befehl? Aktiviere Schaumodul! So. Ja. Also, nett, warten wir mal hier. Wie üblich. Mount Bowl eingeleitet. 6er Reihe, das wird ausreichen. Schütz. Einnehmen und halten. Der Glaube ist unser Schild. Immer aufmerksam. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Mount Bowl eingeleitet. Ja. Wie ihr wünscht, jawohl, Eure Herrlichkeit. Ja, jetzt erstmal hier. Mount-Protokoll eingeleitet. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Das und 350. Was brauchst du dafür? Von der Klosterfestung. Wie kann ich euch helfen? Ah ja. Ja, die eine Sache, die ich noch nicht habe, wurde jetzt benötigt. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Zerstören, eliminieren, vernichten. Ja, also es hier geht mal da lang. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Befehle erhalten, Bruder. Verstanden. Weil es ja so unglaublich gut läuft. Ich erwarte Ihre Anweisungen. In angemessener Eile. Zum Sammelpunkt! Mach dir mal Erklärung, was da noch so abgeht.
Nee, ja, man nimmt einfach mal den Loot hier ein. Ich wollte gerade irgendwas. Achso, ich wollte Maschinenschild bauen. Das teure Ding. In angemessener Eile. Umrüstung kosten 50. Wie kann ich euch helfen? Jawohl. So. Angriffsformation einnehmen. Zielgesicherei entspringt aus Müßiggang. Wir stehen zur Verfügung. So, also brauchen wir mehr schwere Waffen. Forge kann eine Plasma-Pistole gebrauchen. Upgrades für die Marines. Whirlwinds und ihre Langstreckenwaffen stehen nun bereit. Bauen Sie sie im Maschinenkult. Lasst die Granaten fliegen! Wir werden beschossen! Oh, natürlich. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Mal die Warrens bauen, wer weiß, was kommt. Bauen wir mal hier. Weiter ein Turm. Dann haben wir das. Verstanden. Attacke! Bleibt wachsam, Bruder! Angriff! Jetzt stehen wir an. Schwer. Ja. Immer aufmerksam. Wo haben wir es denn? Küstendinger, Scheißdinger. Könnte ich brauchen. Sommer. 1, 2, 3 Stück. Okay. Ja. Nehme Schaden! Wie ihr verlangt. Dahin. Der Glaube ist unser Schild. Angriffsprotokoll 23 einleiten. Geht wieder hoch. Was ist das? Entspringt aus Müßiggang. Schön. Fürchtet unseren Zorn. Immer aufmerksam. Scheiß Killerdöse. Wir werden beschossen fallen lassen! Ja.
Kampf neu gruppieren! So, komm schon, gib mir mein Ding her. Trupp zerschlagen! Ups. Ein einfaches Ziel. Zurückfallen lassen! So. Knete dafür. Ich krieg's nicht mehr. Rohwind, Artilleriepanzer hier. Wir werden beschossen. Schon unterwegs. Rückzug. Space Marines einsatzbereit. Space Marines! Neu gruppieren! Komm mal mit dem Rischen. Wasser. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Space Marines einsatzbereit. So, meine Baufritz. Wir sind die Auserwählten des Imperators. In angemessener Eile. Bauprotokoll eingeleitet. Space Marines einsatzbereit. Bauroutine 721 eingeleitet. In angemessener Eile. Wir wollten mal das. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Space Marines einsatzbereit. Immer aufmerksam. Ihr füllen wir jetzt erstmal auf. Wie kann ich euch helfen? Ja, euer Herr. Nein, Schaden! Space Marines einsatzbereit. Ja. Befehle erhalten, Bruder. Wie lautet der Befehl? Wie lautet der Befehl? Hört mich wohl ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu weit vor. Okay. Fritzen, die sind ja. Drei. Ketzerei und Entschärfung. Wie lautet der Befehl? Befehle erhalten, Bruder. Der Feind greift an. Verstanden. Ja. Komm mit.
auf Höhe. Auf Höhe. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Schwärmen aus. Zu Sieg und Ruhm. Vorwind, Artilleriepanzer hier. Genau, also wie kann ich euch helfen? Da brauchen wir mal einen. Ruhm. Baumprobe eingeleitet. Keine zu wenig Geld. Werde getroffen! Erwarte Befehl! Ups! Das war meine Ecke. Führt uns zum Feind. Bleibt wachsam, Brüder. Panzer vorne hinterher. Führt uns zum Feind. Der Glaube ist unser Schild. Roland hier. Wie kann ich euch helfen? Wir haben geschossen, Glaube der Ruhe. Immer aufmerksam! Führt uns zum Feind. Fürchtet unseren Zaun. Tja, jetzt gehen wir mal hier. Was ist neu? Artilleriepanzer hier. Wir fangen an, da alles zusammen zu schießen. Zumindest hier das Kontrolle kriegen. Panzerruhe, Vögel. So. Wie ihr wollt. Ja, Reichweite finanziell tot. Passt das. Wir sind die Auserwählten des Imperators. Aber noch der Abgang. Ich schau auch alles. Erwarte Befehle. Verlassen und formieren. Haben wir was verlieren? Zu wild. Ja, Kapri. Vollkraft.
Wir stehen zur Verfügung. Er ist noch einer durch. Unser Glaube schützt uns. Der Angstzeit hat keinen Glauben. Ja, ein so. Stehen die einfach da hinten? Die Arsche. Schießt jetzt einfach da drauf. Ist weg. Wer Angst zeigt, hat hier keinen Glauben. Hier kommt schon alleine klar. Wie kann ich euch helfen? Ich bin erwacht. Wie kann ich euch helfen? Ah ja, die regenerieren sich. Das ist schön. Ich bin bereit zu dienen. Ich werde die Ungläubigen vernichten. Jawohl. Ja. Kriegst du noch was hin? Na gut. Ich bin bereit zu dienen. So. Den zu Ohrklau kriegt er doch noch Brett, oder? Ich bin erwacht. Oh, das ist schwer sein. So. Das Ding ist... Eben. Endlich wieder zurück im Kampf. Wir werden hier eine Basis errichten, um uns mit weiteren Space Marines zu verstärken. Wir werden viele von ihnen brauchen, um den Warboss auszuschalten. Nach dem Tode diene ich noch. Ja, ein bisschen. Ich werde die Ungläubigen vernichten. Das ist sehr einfach. Schaut das zu, ich klappe. Achso, hier haben wir noch einen. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Der Stützpunkt, da wird er gesichert. Befehle. Bringt mich zur Schlacht. Der Feind greift an! Ach so, das war ja Raketenfritze da vorstellen. In seinem Namen. Zu mir, meine Brüder.
zur Schlacht. Auf dem Weg das Werkzeug seines Willens. Wir werden beschossen. Zu mir, meine Brüder. Zu mir, meine Brüder. Stehen, die man braucht. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Ich bin das Werkzeug seines Willens. So. Wie kann ich euch helfen? Wie ihr verlangt. Renn mal da lang. Wir haben hier oben erstmal mit Turm abzusichern. So. Roland hier. Schnupp vorn. Sport vorn. Thermoplasma-Generatoren sind nun verfügbar. Sie werden uns mit mehr Energie versorgen. Wir werden beschossen. Erreichte Zielkoordinaten. Das ist eine Fülltruf. Übt. Roland, Artilleriepanzer hier. Wie ihr wollt. Das Gebiet ist sicher. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Bauroutine 721 eingeleitet. In seinem Namen. Ja, das ist schön. Boings. Schießen sich jetzt wohl selbst halb töter. Wie behandelt man erreicht? Ich erwarte Ihre Anweisungen. Bauprotokoll eingeleitet. Wie ihr wünscht. Bauprotokoll eingeleitet. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Zurück. Erwarte Befehle. Stellen nur das Space Marine hier. Formation einnehmen. So. Endlich wieder zurück im Kampf. Endlich wieder zurück im Kampf. So. Ja, das ist gerade neu. So. Ja. So. Wie kann ich euch helfen? Jawohl, Eure Herrlichkeit. Wie kann ich euch helfen? So. Ups. Wie kann ich euch helfen? Bauroutine 721 eingeleitet. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Dafür. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Drei Heiligenstationen. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Wie ihr verlangt. Ich bin hier, um euch zu dienen. Geld haben wir ja. Nehme Schaden! Mauerprotokoll eingeleitet. So.
Purchase for the Meat Rhino. Ich bin endlich wieder zurück im Kampf. So. Ah, so. Ich bin das Werkzeug seines Willens. Rohwind, Artilleriepanzer hier. Ja. Endlich wieder zurück im Kampf. Rohwind, Artilleriepanzer hier. Endlich wieder zurück im Kampf. Bleibt wachsam, Brüder! Rohwind, Artilleriepanzer hier! Ich bin bereit zu dienen. Schön langsam. Jetzt nicht hoch. Ah, ja. Verstanden. Bleibt wachsam, Brüder! Jawohl, Eure Herrlichkeit. Don't get it. Fuck. Zu Sieg und Ruhm! Endlich wieder zurück im Kampf! Nehme Schaden! Okay, ich weiß, dass hier irgendwas Mistvieh ist. Das wird hässlich. Wenn ich dann über die Brücke gehe. Wie kann ich euch helfen? Position gesichert! Erwarte Befehle. Schwärmen aus. Roland hier. Ketzerei entspringt aus Müßigkeit. Weg. Roland hier. Schon unterwegs. Ein einfaches Ziel. Gib mir Befehle. Angriffsformation einnehmen. Starte den Angriff. Der Feind greift an. Das könnte funktionieren. Gib mir Befehle. Einnehmen im Namen des Imperators. Hoppala. Jawohl, Eure Herrlichkeit. Rohwind, Artilleriepanzer hier. Keine Position für Panzer. Good position. Wie kann ich euch helfen? Ich werde durchkämpfen. In angemessener Eile.
hoffentlich wieder zurück im Kampf. Befehle erhalten, Bruder. Waffen sind scharf. Es wird Zeit. Roland hier. Ich bin bereit zu dienen. Roland hier. Position 1 hier. Roland, Artilleriepanzer hier. Space Marine! Werde getroffen! Ein Monster. Es gibt Legenden von solchen Wesen, aber ich habe noch nie eines gesehen. Konzentriert das Feuer, wir müssen es vernichten. Scheiße. Neu gruppieren, eure Herrlichkeit. In angemessener Weise. Neu gruppieren. Was? Erwartete Wege.
Da schickt er ihn. Zum Sammelpunkt! Dahin. Zurück in den Kampf! Zurückfallen lassen! Einsatzbereit. Zurück in den Kampf. Ketzerei entspringt aus Müßiggang. Stehe unter schwerem Beschuss. Verstanden. Wie lautet der Befehl? Wir sind die Auserwählten des Imperators. Der Glaube ist unser Schild. Führt uns zum Feind. Führt uns zum Feind. Ja. Befehle erhalten, Bruder. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Dämlich. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Auf dem Weg zu mir, meine Brüder. Der Glaube ist unser Schild. Unser Glaube schützt uns. Befehle erhalten, Bruder. Ich bin bereit zu dienen.
bald dort sein. Zu mir, meine Brüder. Verstanden. Bleibt wachsam, Brüder. Er sei ein Schrank aus Musik. Es ist besser, in den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben. Der Glaube ist unser Schild. Verstanden. Wir stehen zur Space Marines einsatzbereit. Einnehmer auf Befehle erhalten, Bruder. Werde getroffen. Selbst nach dem Tode diene ich noch. Ich werde die Ungläubigen vernichten. Auf dem Weg. Ja, na, dann mach mal. Los geht's. Zerstören! Eliminieren! Vernichten! Unser Schild. Bruder Tantius? Er ist wie Bruder Michaelus. Jenseits aller Möglichkeiten verbrannt, seine Gensaat zu bergen. Nichts blieb mehr von ihnen übrig, außer Asche. Sie verbrannten von innen nach außen. Gibt es sonst noch etwas zu berichten? Der Ork Warboss wurde erledigt. Aber wir haben einen Truppentransporter gesehen, der das Gebiet verlassen hat. Captain, er trug das Zeichen des achtzackigen Sterns.
Das Zeichen der niederträchtigen Mächte des Chaos. Die Mächte des Chaos? Hier? Jetzt? Tartarus hat einige schwarze Kreuzzüge, angeführt von Champions des Chaos, durchgestanden. Allerdings wäre es mehr als ein Zufall, dass die Orks und diese Ketzer hier zur selben Zeit sind. Aber ich vertraue den Augen eurer Scouts. Isadur, spürst du etwas? Nein, ich spüre gar nichts. Aber die Art des Todes von Bruder Tantios lässt die Schlussfolgerung zu, dass sie einen Hexer dabei haben, der ihre Präsenz verschleiern kann. Besonders bei all dem Durcheinander, das die Orks verursachen. Ah, unser ehrenhafter Gast ist angekommen. Wer ist es? Inquisitor Mordecai Toth, Beschützer der göttlichen Worte und des Willens des Imperators. Ist er hier, um das Kommando zu übernehmen? Ein Inquisitor hat vielleicht nahezu unbegrenzte Macht. Ja, er kann jedem imperialen Bürger, vom einfachen Bauern bis zum Gouverneur eines Planeten, Befehle erteilen. Aber... Ich werde ihm das Kommando meiner Space Marines nicht übergeben. Inquisitor oder nicht? Warum ist er hier? Bezichtigt er einen von uns der Ketzerei? Er ist ein Inquisitor. Sie bezichtigen jeden der Ketzerei. Falls diese Welt vom Chaos heimgesucht wird, erklärt es sein Auftauchen. Wir müssen ihm mitteilen, was wir entdeckt haben. Inquisitor Toth, willkommen auf Tartarus. Vielen Dank, Captain. Aber wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Ihr und eure Männer müsst Tartarus verlassen. Sofort. So. Ja, aber das. Ich mache jetzt aber erstmal Schluss, weil ich esse jetzt ordentlich und dann mache ich mit der Gute dann schön weiter. Bastel weiter an meinem Spiel und ja, und schön. So. Und das war's dann. Für dieses Mal. Nächstes Mal geht's weiter.